Und Frühling war bei diesem schönen Wetter schon etwas untertrieben. Bei sommerlichen Temperaturen lud die gesamte Innenstadt zum Bummeln, Schauen und Erleben ein. Die Einzelhändler in der City hatten eingeladen und waren damit nicht auf taube Ohren gestoßen. Wenngleich man es nicht mit dem Plauener Herbst vergleichen konnte, bei inzwischen dem Innenstadtfest Plauens. Viele nutzten diesen Sonntag vielleicht auch noch, um das eine oder andere Geschenk für den Muttertag zu besorgen, obwohl die meisten Mütter sowieso auf der Bahnhofstraße flanierten. Und wer sich verwöhnen lassen wollte und seinem Gaumen mal etwas Gutes tun wollte, für den gab es eigentlich ununterbrochen die Möglichkeit dazu. Egal ob Riesengrill oder Bierstand, für jeden war etwas dabei. Und auf dem Theaterplatz hingegen, da hatten die Kinder das Zepter in die Hand genommen. Egal ob Streetball, Gartenbahn oder Riesenpuzzle. Sie ließen sich einfach gut unterhalten und die Möglichkeiten, die einem hier geboten wurden, nutzte man vielfältig. Wenn es auch hier und da ein paar Schönheitsfehler an diesem Tag gab, Hauptsache ist doch, dass alle Händler in der Innenstadt an einem Strang gezogen haben, um die Plauener City wieder attraktiver zu machen.